Nächste Mal geht über Zelle 5 in 29 Kilometern, also fast 30 Kilometer. Jetzt steht ja nur noch 77, also 7600 Meter ist die nächste Grenze. Entweder geht es auf niedriger oder auf höher, das werden wir gleich sehen, wenn es soweit ist. Das dauert aber noch 76, 73 Kilometer, 73.000 Meter, also 7 Kilometer ungefähr. Jetzt sind noch 7 Kilometer bis zur nächsten Änderung. Gleich sind es nur noch 6 Kilometer. Und mit 160er längs zu heizen macht richtig Spaß. Man kann bloß nichts machen, da ja der Autopilot drin ist. Man kann natürlich auch manuell steuern, aber dann kriegt man natürlich dann Probleme mit Geschwindigkeitsüberschreitung. Und so kann man es teils vermeiden. Klappt nicht immer. Habe ich beim anderen gehabt, wo ich keine Fehler machen durfte. Da hatte der Autopilot noch auf 62 km/h, dabei durfte er nur 60 fahren und schon hatte ich die Aufgabe misslungen. Der Erfolg. Deswegen muss man auch mit Handbremsen teils. Aber hier, da lasse ich jetzt durchrasen, so wie das jetzt ist hier, solange die LZB da funktioniert. Mal gucken, was gleich so in 5 Kilometern kommt. Ob wir dann hier wieder manuell steuern müssen oder ob der AFB runter oder hoch reguliert, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich hoffe, der reguliert hoch. Denn ich will noch den einen Erfolg haben, den ich bis jetzt noch nicht erreicht habe. Fahre so und so viel Meilen pro Stunde. Und da habe ich nur 143 von 145 gehabt. Da war also 2 Meilen zu niedrig. Das Gute an der LZB ist, wenn ein rotes Signal kommt, der bremst automatisch ab. Was denn, also der AFB, der Bordcomputer. Das ist ganz gut für schnellere Fahrten gedacht. Hat man eine gewisse Kontrolle, dass weniger Unfälle passieren. Ja, Deutschland halt, ne? Es wird langsam dunkel, jetzt haben wir, dunkel? Wieso wird es dunkel? Hell. Sieht so dunkel draußen aus. Fängt gleich an zu regnen oder was hier? Ja, gleich werden wir 200 fahren. In 2000, nee, 3000 oder 2000, was steht da? 2000 Metern, also 2 Kilometer. Dann wird er gleich mal richtig Gas geben. Ja, man muss nicht viel machen, Autopilot halt. Ist einfaches Fahren, hier kann man auch nochmal rausgucken aus dem Fenster. Bloß da sieht man nicht so viel, nur eine schwarze Linie. Wie viel noch? 500 oder 700? 700, gleich 500 Meter. Dann wieder 200 rasen. Ja, das ist der Nachteil. Einfach Autopilot anschalten und dann nichts mehr machen. Einfach nur die Gegend angucken, nochmal so ein bisschen. Man kann ein bisschen hergucken hier. Zurücklehnen, wie gesagt. Bisschen kuscheln mit jemandem, den man mag. Wenn man jemand hat. So, über 9 Kilometer. Über 10 Kilometer jetzt hier 200 fahren. Ich hoffe, ich kriege mal den Erfolg hier. Ansonsten muss ich selber Hand anlegen. Dann mache ich kurz den AFB raus und fahre selber. Egal, ob es Minus gibt oder nicht, ich will diesen Erfolg haben. Und dann 96, dann machen wir AFB raus, dann machen wir hier ein bisschen runter, regle ich gleich selber. AFB. AFB aus. AFB.
Jetzt will ich mal die Höchstgeschwindigkeit fahren hier. Im Moment ist die Strecke hier einigermaßen gerade. Da kommt was entgegen. Jetzt gibt es gleich Minuspunkte, aber ich will mal hier versuchen. Errungenschaft freigeschaltet, sehr gut. AFB. AFB. So, den wollte ich nur haben. Jetzt kann er es alleine regeln wieder. Habt ihr ja ungesehen, Erfolg freigeschaltet, obwohl ich jetzt hier ein paar Minuspunkte erreicht habe, 60 Stück insgesamt. Dann brauche ich den nicht mehr erfüllen. Dann brauche ich den ECET auch nicht mehr fahren, da ich nicht so viele Strecken von dem habe, leider. Außer wenn ich jetzt hier welche runterlade, hier kostenlose, wo die User oder halt die Hersteller selber noch was eingestellt haben, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Signalton war Geschwindigkeitsüberschreitung. Aber ich habe den Erfolg wieder. Ich sammle mich Erfolge. Nach Möglichkeit will ich alle haben, aber es ist sehr, sehr schwer. Vor allem, man muss alle Züge hier haben. Vor allem, die alle 2014 rausgekommen sind. Um halt die Möglichkeit zu haben, hier zu fahren. Wieder werde ich langsamer. Achso, mal Gas geben, ne? Und wenn ich zu langsam, wenn ich kein Gas gebe. Das Einzige, was der Zug beeinflusst, ist halt die Bremse. Und Gas geben muss man selber, bloß überschreitet dann die Geschwindigkeit nicht, ne? Das AFB ist so programmiert, dass er automatisch bremst, aber wenn du keinen Gashebel nach vorne packst, dann gibt er auch keinen Gas, der Zug. Das heißt, beschleunigen tust du selber, aber er regelt automatisch ab bei einer geschwinden Geschwindigkeit, zum Beispiel bei 96 oder 97. Da hier 200 erlaubt ist, der fährt immer 3-4 km/h langsamer. Ja, noch 10.000 Meter ungefähr, über 10.000. Die 99 geht noch nicht runter, das heißt, es ist noch sehr, sehr lange die Strecke. Ja, ja, wer hupt denn hier? Wer piept denn hier? Noch 12 Kilometer, dann kommt der nächste Abschnitt, nämlich über Geh über Zelle Gleis 5. Wahrscheinlich ist dann. Müsste gleich hier das runtergehen. Ja, es geht schon runter hier. Das heißt, in Zelle 5 werden wir wahrscheinlich nur 80 oder 60 fahren dürfen. Und da es noch 8000 Meter sind ungefähr und bis zum Bahnhof sind es 11 Kilometer, wird es dann also gleich hier auf 100 gehen oder 160 erstmal und dann auf 100 eventuell. Mal gucken. Noch 7700 Meter. Gleich noch 7 Kilometer. Aber zumindest habe ich die Höchstgeschwindigkeit hinter mir bei dem Zug hier, den Erfolg. Hier sieht man auch nicht viel, außer viele Bäume. Kleiner Hügel hier, kann man auch nicht rüber gucken. So, noch 59, 58. Bevor der 4000er geht, noch 16 bis zum 4000. Zumindest bin ich schon mal so weit hier wieder. Oh, Pferde. Ah ne, das haben wir ja schon gehabt. Kühe. Kann man jetzt ein bisschen mehr sehen hier. Aber ja, wie man sieht, der rast ganz schön mit 200 lang hier. Und 230 ist seine Höchstgeschwindigkeit. Vom ECET BR411.
Ja, bam, 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 dam, da, dam, dam, dam. Ah, oh, da kommt hier was entgegen. Eine Dispo-Lok. Denke ich mal. Ich habe das irgendwo mal gelesen, dass die schwarze eine Dispo-Lok sein soll, wenn das so wahr ist. Ja, seit 1996 fahren sie. Jetzt wird es 150 gleich. Okay. Jetzt müsste automatisch bremsen gleich. Jetzt geht die Temperatur schon runter hier. 190. 189. Dann braucht er nichts machen. Er fährt einfach automatisch. Immer nur fahren lassen, laufen lassen. Ne? genau. Das habe ich schon gesehen. Mein Computer hat es auch gesehen. Nur fast kann man noch ein bisschen Hand noch bremsen, aber hier steht ja schon die selbststufenweise Selbstverzögerung. Aber es sollte keine Abzüge geben, weil er schon auf 54 ist. Das schafft er. Mal gucken, wann der nächste kommt hier. Ach, die Fahrleitung ist aus. Ah, ne, jetzt ist an. Noch 5 Kilometer ungefähr, also 6 Kilometer, 5 Kilometer ungefähr kommt der nächste. Aber in 3 Kilometer fahren wir im Bahnsteig. Und da sollen wir rüberfahren. Okay. Ja, man hat nicht viel zu tun hier, ne? Eigentlich gar nichts. Der Zug macht alles automatisch. Das ist das Gute. So, Celle, da fahren wir jetzt rüber mit dem ECE 411, Gleis 5. Oh, hier ist die Dings zu Ende. Ne, ist wieder da, okay. Wollte gerade sagen, das wäre ja gemein. Ach ja, wegen Weichen, da geht es kurz zu Ende wegen den Weichen und dann geht es gleich da hinten wieder weiter. Vielleicht kriegen wir wieder 250 Punkte, weil wir zu früh sind. 21:41 sollen wir da sein. Laut ETA. Also ETA, das ist die berechnete Zeit, wenn man ungefähr da ist. Und die erste Zeit hier vorne, das ist die Zeit, wo wir ankommen sollten. Noch 1,16 Kilometer sind wir entfernt und die Zeit kommen wir wahrscheinlich an hier. Reduziert sich gerade ganz schön hier. Ist auch gut so. Das heißt, wir sind relativ pünktlich da. Was? Ich wollte gerade sagen, mein Signal ist rot. Nee, ist ein Nachbarsignal, ne? Gerade Schock bekommen. Herzflattern. Da steht ein ECE. Gleich dürfen wir wieder 200 fahren. So, wir sind in Celle. Plus 250 Punkte. Das macht sich wieder gut in meiner Bewertung. Tschüss, Celle. Unter Flüß geht's gleich hin. Gleis 8. In 30 Kilometern. Und da die ganze Zeit AFB-Strecke ist, ist es kein Problem. Unterlöst. Und dann kommt, glaube ich, die letzte. Ja, genau. Gleis 8 und dann geht es über Uelzen und da sollen wir Leute einladen. Sollte kein Problem sein, ne? Hier ist ein kleiner Rangierbahnhof, Abstellgleise, Hinterzelle. Man bedenke auch, nicht alles ist original nach Gebauteils, was ich damals bei den alten Train-Simulator-Teilen von Microsoft gesehen habe. Da zum Beispiel bei Hamburg, Elbgaustraße da oben zum Beispiel, wo ich damals auch gelebt habe auf der Ecke, da führten die Gleise nebeneinander, so wie hier, aber im Original war hier das Gleis von der S-Bahn, hier waren Rangiergleise und da hinten war das eine Gleis.